erster Campingplatz bei der Rückreise, nachdem wir 13 Tage auf den anderen Campingplatz waren, sind wir schon nach Valencia gefahren, der heißt Camperpark. Nummer 7 von Echt? Unseren Stellplätzen oder bei uns Campingplätzen. Nummer 7, ja. Also Valencia Camperpark, genau. Dort waren wir eine Nacht, die hat gekostet. Nein, wir sind sogar zwei Nächte geblieben, ja, damit wir Valencia besichtigen können. Wir haben 17 Euro pro Nacht bezahlt, alles inklusive. Es gibt eben Stellplätze mit und ohne Strom. Wir haben rechtzeitig bestellt. Also ich habe drei oder vier Tage vorher hingeschrieben und bestellt und anbezahlt. Und dann haben wir auch einen Platz mit Strom gehabt. Wenn wir dort waren, war es voll. Ja, es ist so, dass der Platz zweigeteilt ist. Draußen stehen, also am Platz davor, bevor man reinkommt, wo damit die Strom ist, stehen die Autarken. Die Leute, die autark sind, waren auch sicher 30, 40 oder 50 Was? Autos. Mindestens. Und drinnen dann mit Strom. Das war dann schon sehr voll. Da hat man dann schon keinen Platz gekriegt. Also ohne Reservierung hätte ich geglaubt, da muss man Kick haben, dass gerade einer wegfährt. Das wäre dann. Aber drinnen, glaube ich, das wären auch noch so 30 Autos oder so locker gewesen sein. Locker 30, 40 Autos. Ja. Es gibt ein kleines Restaurant dort. Mit einem kleinen Geschäft, dass man sich was besorgen kann. Camperpark Valencia, Bar und Shop. Ja, wie wir da rein. Es gab während der Zeit, wo wir dort waren, gab es auch so ein spanisches Tango-Konzert. Ja. Si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse al pellejo. Und ja, es gibt Duschen, WC, die sind sehr warm, also es wird geheizt, das war auch sehr angenehm. Ja. Die haben halt Gesprächsspuren oder man darf halt nicht so heikel sein, wenn man die benutzt. Man muss dazu sagen, dass, was mir sehr gut gefallen hat auf dem Campingplatz ist, dass wenn man das Wasser auftritt, hat nicht immer sofort nach 10 Sekunden wieder ausgeht, sondern ist durchgelaufen, das Wasser. Das ist schon mal angenehm, weil es gibt ja manche Campingplätze, da muss man permanent auf den Knopf drücken, dass das Wasser weiter rinnt. Das hat es bei dem nicht gegeben. Also Entsorgung vorhanden, alles gut und das Beste kommt zum Schluss. Ich muss sagen, das ist ein Familienbetrieb, da war der Großvater da, der Vater und die Töchter, glaube ich, waren das, die uns dann äußerst gut beraten haben. Die machen das wirklich mit sehr viel Herzblut. Er ist schon ein bisschen älter, der Campingplatz, aber der Rest war wirklich hervorragend. Von der Information und von der Freundlichkeit, da gibt es überhaupt nichts zum Sagen. Also wir haben sehr gute Infos für den Besuch von Valencia bekommen. Die haben uns gesagt, wo genau wir zum Beispiel das Ticket für den Hop-on-Hop-off-Bus bekommen. Wir konnten dort direkt bei der Kasse schon die Tickets für die Schnellbahn kaufen. Die haben uns ganz genau gesagt, auf was wir achten müssen. Also wirklich top, top. Dazu muss ich noch sagen, es gibt auch bei den anderen Stellplätzen, wo wir vielleicht nicht so erwähnt haben, immer Spielplätze, war für uns jetzt nicht relevant. Hundeplätze haben wir nicht so als aufpasst, ob der oder die einen Hundespielplatz gehabt haben. Also es gibt dann schon noch einige Dinge, die vielleicht im Winter geschlossen waren, von denen wir jetzt nicht viel mitbekommen haben. So wie bei dem Campobino, da war zum Beispiel so ein überdachtes Schwimmbad, das war auch ganz gut, hätte man noch so baden können, haben wir vergessen dazu zu sagen, deswegen sage ich es jetzt. Ja? Gut, jetzt blenden wir ein Valencia Camperpark. Camperpark, wir blenden es ein. Bei Valencia Camper. Da heraus sind die Autarkstängern und weiter hinten drinnen, wo jetzt der Weiße steht. Da hinten geht es nochmal tief rein und da sind dann die mit Strom- und Wasseranschluss. Also mit Stromanschluss. Einleitung für Camping Nummer 8. Ja. Camping Tri Estrelles in Barcelona waren wir da schon. Ja, genau. Schon. Barcelona. Ja. Da waren wir auf diesem Campingplatz, waren wir drei Nächte. Dort fährt man mit den Öffis, fährt man da ca. eine Stunde bis zum Zentrum. Man kann sich dort ein Ticket nehmen, eine Karte, Hola Barcelona.
Mit der kann man dann, glaube ich, um 16,40 Euro ist man dort dann eben zwei Tage unterwegs. Ja. Jetzt sind wir mal angekommen. Genau. Im Campingplatz Estres. Campingplatz Tres Estrelles, Barcelona. So, wir sind dort einmal hingefahren und da sind wir auf einen Platz gekommen. Da hat er gesagt, da könnt ihr euch hinstellen. Und dann haben wir sie hingestellt und dann sind wir drauf gekommen, der Platz hatte keinen Strom. Jetzt sind wir so hingegangen und haben gesagt, junger Mann, der hat übrigens Deutsch kennen da in der Rezeption, gesagt, der Platz hat keinen Strom. Sagt er, oh ja, der hat schön Strom, aber 30 Meter weiter. Wie wir es schon wissen, wir haben nur Kabel für 25 Meter. Jetzt haben wir sie auf einen anderen Platz gestellt und haben den gefragt, ob wir dort stehen können. Dort wäre Strom gewesen, gleich daneben, sagt er, nein, der ist leider vermietet fürs ganze Jahr. Deswegen können sie dort nicht stehen bleiben. Also haben wir gesagt, na, was machen wir? Er hat gesagt, er leiht uns eine Kabeltrommel für 50 Euro. Kaution. Nicht kaufen oder zahlen. Kaution. Ja. Das Kabeltrommel-Desaster auf dem Platz. Wir haben, glaube ich, mindestens 25 oder 30 Meter und das reicht auch noch nicht. Jetzt mussten wir noch zusätzlich eine Kabeltrommel leihen, denn es gibt keine anderen Plätze, gescheite. Und da es nur an der Kabeltrommel scheitert, haben wir uns entschieden, 50 Euro Kaution zu bezahlen und eine Kabeltrommel, eine weitere zu erhalten, damit wir bis zum Strom kommen. Die haben wir auch brav zurückbekommen. Haben wir brav zurückbekommen, also das Kabel ausgerollt, 30 Meter, dann haben wir also den Strom auf unserem Platz gehabt. Der Platz selber war wunderschön, kann man nicht sagen. Ein großer Campingplatz am Rande der Stadt, nahe beim Flughafen. Sehr gut, nahe beim Flughafen. Das werdet ihr im Video sehen, man kann da wirklich jeden Flieger gleich identifizieren, woher er kommt und was das für eine Maschine ist. Das Meer ist eigentlich direkt vor dem Campingplatz. Das ist direkt am Meer. Da gibt es also theoretisch auch eine erste Reihe, war zwar besetzt, war eh relativ voll, aber das brauche ich nicht unbedingt, weil da zieht es viel mehr vom Wind her, weil es war relativ kühler Wind. Das wäre eh nichts frei gewesen. Les Estrelles Barcelona Campingplatz mit Strandabschnitt, viel Wind und Flieger. Jede Minute kann man hier einen Flieger von einer anderen Fluggesellschaft sehen. Sehr interessant. Da sind zum Beispiel schon gleich einmal einer. Wir sind dann aber auf einem sehr guten Platz gestanden. Es gibt dort dann eine Waschküche, es gibt einen kleinen Supermarkt. In der Umgebung von unserem Stellplatz. Hier vorne geht es ca. 50 Meter runter direkt zum Meer, direkt aus dem Meer. Hier befindet sich der Waschsalon, ein Trockner, ein kleines Lebensmittelgeschäft oder auch mit anderen, mit Non-Food-Ware, welches aber erst um 9 Uhr aufsperrt. Also nur für Spätfrühstück etwas. Dann gibt es aber schön warmes Baguette. Es gibt Restaurants, es ist alles vorhanden. Waschräume sind im geheizt. Aber im Winterbetrieb eher im Restaurant, also im Supermarkt eher weniger. Nur die normalen Dinge, die nicht verderben, sind dort im Moment erhältlich. Genau. Aber der Waschraum ist gut geheizt. Ja. Wasser im Dauerstrahl möglich in den Duschen, was ja auch nicht so gewöhnlich ist, weil für zum Haare waschen ist das natürlich dann schon super und perfekt. Ja, Sauberkeit, ja, mal so. Spanisch. Mal so. Thank you.
Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, eigentlich alles top, um Barcelona zu besichtigen. Vollkommen. Außerdem hat er eine Chill-Area, habe ich gesehen. Wir sind dort einmal über, das geht über eine kleine Brücke drüber. Da gibt es so einen Outdoor-Tischtennis, Volleyball, glaube ich, ein paar so Dinge. Ich glaube, ein Minigolf war dabei. Ja. Wir haben sie nicht besucht, ich bin nur einmal durchgegangen oder mit dem Scooter praktisch hingefahren und wieder zurückgefahren. Dann war ich gechillt genug. Genau. Vergesst nicht, ein Like hier zu lassen. Du hast uns abonnieren. Wie gesagt, im Supermarkt selber, der hat nur gewisse Öffnungszeiten, aber so ein frisches Paket in der Früh, das kriegt man jeden Tag. Zum Frühstück, genau. Zum Frühstück. Genau. Das Restaurant selber, minimalistisch eingerichtet, würde ich mal so sagen. Es ist ja wahrscheinlich im Winter nicht so ein Betrieb wie im Sommer, aber sie würden gut liegen und ich glaube, wenn man länger dort bleibt, wird es sicher recht nett sein dort. Ja. Es war trotzdem voll. Es war voll. Es sind dort sehr viele Spanier dort, die auch anscheinend so einen Dauerbetrieb dort, also im Dauercamping dort bleiben. Würde ich nicht bleiben. Neben am Flughafen. Wäre mir zu laut, obwohl man sagen muss, unser Auto ist relativ dicht, also wir haben also nicht wirklich viel im Auto selber gehört. Genau. Haben wir geschlafen. Und in der Nacht ist ja eh kein Flugverkehr. Schon aber kein Flugverkehr. Campingplatz Nummer 9, Frankreich. Ja, Nimes oder Nim oder keine Ahnung, wir wissen noch immer nicht, wie man spricht. Ja? Also Nimes, keine Ahnung heißt er nicht, der heißt nur Nimes oder so ähnlich. Genau. Es war also ein idyllischer Campingplatz, Stellplatz, den haben wir über die Stellplatz-App gefunden. Stellplatzradar gefunden und da waren wir nur zu dritt, ich glaube, wir haben das in einem Video erklärt. Es ist auf einem Bauernhof, wir haben dort angerufen, da ist der Besitzer eben gekommen, das ist durch ein elektrisches Tor gesichert, also recht sehr. Ja, es ist kein richtiger Bauernhof, es ist eigentlich ein Gasthaus, das im Winter nicht offen hat. Es ist ein großer Garten dabei, also das ist eine große Anlage. Also oder ist große, es ein Gut oder was? Ja, sowas ist da in der Ort, wo man halt relativ viele Autos hingeht und er hat auch vorhin draußen vor seinem Gasthaus, also zum Sitzen, wo man Hochzeiten feiern kann, aber nur im Sommer wahrscheinlich, weil im Herbst oder Winter wäre es da wahrscheinlich viel zu kalt. Waren sehr idyllisch gelegen, haben wir aber schon mal erwähnt. Nein. Wir waren nur zu dritt dort, wir haben eine Nacht dort verbracht. Es gibt keine Duschtoiletten, Wasser fließend, gibt es alles nicht. Man im muss Sommer schon. Genau. Derzeit kein Wasser oder WC. Genau. Man muss autark sein, bis auf den Strom. Den hat man dort. Den kann man haben, den Strom. Wir haben bezahlt 15 Euro für eine Nacht. Ja, also es war sehr nett. Durchweg für einen Stopp, um einen Stopp einzulegen auf einer Weiterfahrt oder wenn man eben wirklich die Ruhe möchte, es ist wirklich natürlich dort. Sehr gesichert, also, weil man muss zuerst den Besitzer dort anrufen, der kommt dann hin, da geht ein elektrisches Tor auf und diese ganze Anlage, wie man es nennen will, ist also umzäunt und mit dem gesichert und auch wenn man wegfährt, muss man dem Bescheid geben, der sieht das über die Kameras und macht dann dieses Tor auf. Es gibt angeblich 4 Kameras am Areal, wo er dann eben sehen kann, wann wer vorbeikommt oder wie er hin immer. Hin und her fährt, wie auch immer. Ja. Es gibt aber eine Entsorgungsstation, die gibt es schon. Genau, es gibt Entsorgungsstationen. So, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen, außer dass es sehr idyllisch gelegen ist für Leute, die gern so freicampen oder Anführungszeichen, aber trotzdem sicher stehen wollen, sehr zu empfehlen. Der Besitzer war sehr, sehr freundlich. Kann aber nur Französisch, gell? Ja. Aber man hat sich trotzdem verständigen können. Oder? So, das ist jetzt der Stellplatz in Nîmes. Oder Nîmes, je nachdem, wie man das ausspricht. Auf einem Bauernhof. Wir fahren da jetzt gerade sicher schon
3-4 Minuten. Da sind wir schon einem großen Concorde begegnet, der zum Ausleihen gefahren ist und gesagt hat, er ist ein paar Tage hier, es ist sehr ruhig, es ist sehr schön. Dann waren wir schon am Campingplatz Nummer 10, das war dann schon kurz. Der letzte. Kurz außerhalb von Frankreich, nämlich 1 Kilometer circa weg von der Grenze, Port-la-Mar. Camping Port-la-Mar, Camping, ja. Ist schon in Italien. Ventimiglia liegt das, Latte Ventimiglia. Latte Ventimiglia, von dort aus kann man sehr, sehr gut wieder nach Monaco mit dem Zug fahren, das haben wir in einem Video erwähnt. Genau. Es gibt einen Shuttle direkt vom Campingplatz, der einen zum Zug rüberbringt nach Menton, nach Frankreich. Dort kann man mit diesem Zug die ganze Côte d'Azur abfahren, um einen wirklich günstigen Preis, weil wir sind zum Beispiel bis nach Monaco gefahren, hin und retour für 2 Personen um 11,60 Euro. Und der Shuttle selber kostet pro Person 2,50 Euro zu diesem Zug. Das wird vom Campingplatz organisiert. Der Campingplatz wird von Italienern betrieben. Die sind sehr, sehr, sehr freundlich. Ja, super. Sie kennen halt nicht Deutsch. Oder sehr, sehr wenig Deutsch. Ich glaube, mit Englisch Italienisch eher, und Französisch wird man eher besser durchkommen. Sie waren sehr, sehr bemüht. Wie gesagt, das haben wir aber in den anderen Videos schon gesagt. Der Charme ist, würde man fast sagen, 60er bis 70er Jahre. Die Waschräume, alles, es hat alles eben eher so ein bisschen 70er Jahre Charme. Aber es war sehr sauber, es ist sehr nett. Es ist unseres Erachtens nach nicht geeignet für große, also für sehr große Wohnmobile. Also normale 3,5 Tonner oder so werden kein Problem haben. Aber wirklich große, man fährt dort rein, es geht von so bergauf. Von so einer, wie bei uns, Bundesstraße geht es runter von der Hauptstraße, gleich einmal in einen 90-Grad-Winkel, außer man kommt von der anderen Seite. Mhm. Aber dann wird es relativ schmal unten. Ja. Wie gesagt, nur für Campingfahrzeuge geeignet, die so im Normalfall 7,5 Meter haben. Ja. Und drunter logischerweise. Also wie gesagt, sehr gut, sehr nett, sehr gut gelegen, um, wenn man möchte, praktisch mit dem Zug dann dort die Côte d'Azur fast bis nach Nizza runterfahren zu können und zu besichtigen und wieder zu diesem Campingplatz zurückzukommen. Oder ein Stückchen heute Italien in der Umgebung zu besuchen. Das war wirklich schön und die waren sehr, sehr freundlich und sind prinzipiell sehr zu empfehlen. Genau. Ja? Gut, wir haben dort bezahlt für eine Nacht einen Sonderpreis von 20 Euro für 2 Personen, muss aber dazu sagen, dass es um diese Zeit vollkommen fest voll war, weil dort gerade so ein Zitronenfest war und überhaupt so die Faschingsfeste und so angestanden sind. Ja. Haben wir übrigens vom 9er Platz auch gesagt, was das kostet? Oh ja, habe ich auch gesagt gehabt, der 9er Platz hat 15 Euro gekostet. Ah, genau. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Jetzt blenden wir euch das von Camping Port-la-Mar ein. Camping Port-la-Mar. Da sind wir jetzt. Das ist bei Ventimiglia.
da haben wir einen nicht wirklich richtigen Stellplatz gefunden. Da stehen wir einfach nur in so einem Mobilheim auf einem Platz. Aber ist zweckmäßig. Wir können am Strom hängen, wobei man kann mit dem Strom hier nicht einmal eine Kaffeemaschine oder einen Föhn betreiben, da schmeißt gleich die Sicherung. Es gibt Duschen, ein WC, alles zum Entsorgen, Duschen, Warmwasser, ist kostenpflichtig. Es hat alles eher 70er Jahre Charme, aber das Personal ist super freundlich, super bemüht. Sucht Plätze für Leute, die kommen wollen und so. Es ist an diesem Wochenende sehr viel los, weil das Zitronenfest hier rundherum ist, in Mentern auch. Ja. Und wir fahren jetzt von hier, von Ventimiglia nach Mentern mit dem Zug, dann weiter nach Monaco. Vergesst nicht, ein Like hier zu lassen. Tut uns abonnieren. Abonnieren. Das ist das Neue, das glaube ich nie lernen.